Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen im heutigen Milka Mittwoch Video. Neben mir wieder Milky. Milky, lass die Augen offen, bleib wach, denn es geht heute um ein richtig spannendes Thema. Und zwar um das Thema, wie man die Wohnung bestmöglich sicher macht, sicher vorbereitet, wenn ein Welpe einzieht. Das ist ja eine super spannende Zeit, man ist voller Vorfreude und kann kaum erwarten, dass der Welpe dann endlich in den eigenen vier Wänden ist. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich Milky abgeholt habe und ich war so aufgeregt und habe mich riesig gefreut, was sie wohl macht, wenn sie in die Wohnung kommt und wie sie darauf reagiert. Auf welche Punkte ihr dabei achten solltet, beziehungsweise wie ihr eure Wohnung welpensicher macht, um eine entspannte und ruhige Welpenzeit zu haben, das zeigen wir euch jetzt im heutigen Video. Ne, Milk? Viel Spaß dabei! Ja, hier liegt nämlich ein Leckerli. Die Wahrheit ist, hier liegt ein Leckerli neben der Kamera. Deswegen ist Milky so motiviert. Ja, das kriegst du am Ende. So, jetzt aber. Los geht's. Ja? Starten wir mit Punkt Nummer 1, der da wäre, dass man alle herumliegenden Stromkabel, elektronischen Gegenstände, die gefährlich werden könnten, weglegt. Oder, Stromkabel ist jetzt natürlich in manchen Fällen schwierig, so abdeckt oder abklebt, dass der Welpe da nach Möglichkeit gar nicht drankommt. Wichtig ist es auch, dass man eventuell Steckdosen, es gibt ja diese Kindersicherungen, die kann man in die Steckdose machen, oder man kann die Steckdose, das sieht jetzt nicht besonders schön aus, das habe ich gemacht, hinter Milkas Körbchen, dass man da einfach so ein Tape drüber klebt. Es geht nämlich darum, dass Welpen ja sehr neugierig sind und ihre Nase gerne überall reinstecken, ne Milk? Und das natürlich in einer Steckdose nicht so gut ist. Ähnlich ist es bei Stromkabeln und elektrischen Gegenständen, die natürlich für den Welpen sehr interessant sein könnten und potenzielles Kaumaterial, was aber sehr gefährlich enden kann. Deswegen würde ich hier sagen, alles einfach direkt wegräumen. Punkt Nummer 2, der vielleicht dem einen oder anderen etwas merkwürdig vorkommt, aber wirklich super wichtig ist, ist es, dass man nach Möglichkeit alle Teppiche in der Wohnung erstmal wegräumt. Ich habe es bei Milky nicht gemacht und Milkys erster Gang war zum weißen, flauschigen Teppich. Dort hat sie sich hingehockt und ein kleines Pipi gemacht. Also ja, solche Sachen oder was heißt solche Sachen, Teppiche mit einer flauschigen Struktur, die verleiten natürlich immer, weil sie grasähnlich sind und der Welpe ja das ja noch nicht so wirklich unterscheiden kann, verleiten dann dazu, dass er da Pipi macht und zusätzlich, der Teppich versaut natürlich, je öfter da drauf gepinkelt wird. Und wenn er erstmal den Geruch angenommen hat, beziehungsweise der Welpe das so für sich als Pipi-Ecke angenommen hat, dann ist es im Nachhinein viel schwieriger. Deswegen viel schwieriger, das wieder wegzubekommen. Deswegen ganz wichtig, die Teppiche einfach direkt wegräumen, dann können sie auch nicht kaputt gehen. Teppiche sind jetzt ja auch nicht immer so unbedingt die günstigsten Dinge in der Wohnung. Deshalb würde ich sagen, am besten direkt alles erstmal weg, bis der Welpe stubenrein ist. Nächster Punkt ist es, dass man schaut, was man alles so in der Wohnung stehen hat, was potenziell umfallen könnte. Dazu zählen vor allem Bodenvasen. Wir haben ja hier so eine wunderschöne Vase mit Pampagras drin stehen. Diese wäre beispielsweise, würde ich mal sagen, perfekt, dass der Welpe, sei es im Spiel irgendwie da mit dem Popo gegenkommt, die Vase umfällt. Oder diese Pampagras-Stängel, die sehen ja jetzt auch sehr interessant aus, dass er vielleicht probiert, daran hochzuspringen. Und das ganze Umfeld, was man ja auch vermeiden möchte, zum einen, dass sich der Welpe nicht verletzt und zum anderen, dass die Gegenstände nicht zerstört werden. Punkt Nummer 4 ist es, dass ihr eure Wohnung nochmal wirklich durchsucht, ob in Welpenhöhe giftige Gegenstände herumstehen. Zu giftigen Gegenständen gehören sowas wie Waschmittel, Medikamente, Tabletten, was der Welpe halt auf gar keinen Fall, jetzt wollte ich schon sagen, in die Hände, in die Pfoten, ins Maul bekommen sollte. Aber auch manche Pflanzen sind giftig, die sollte man dann besser hochstellen oder erstmal wegstellen, dass ja der Welpe gar nicht erst in Versuchung kommt, diese an sich zu reißen und ein bisschen darauf rumzukauen. Ne? Ich kenne auch sehr viele Hunde, die die Pflanzen dann wirklich aus dem Topf gerissen haben und in der ganzen Wohnung zerstreut. Milky gehört da nicht zu, aber es ist keine Seltenheit, deswegen das am besten direkt alles wegräumen. Punkt Nummer 5 ist es, dass ihr mal schaut, ob ihr im Haus eventuell sehr steile Treppen habt, bodentiefe Fenster, wobei das ist ja eher selten, dass das Fenster bodentief ist, dann ist der meistens so ein Gitter vor. Wenn da ein Gitter vor ist, das gleiche gilt auch für den Balkon, schauen, dass das Gitter, dass die, sagen wir mal so, die Sprossen vom Gitter so eng aneinander sind, dass der Welpe da nicht durchfallen kann. Sollten die breiter sein, dass man wirklich denkt, okay, das könnte eine potenzielle Gefahrenquelle sein, dann würde ich da auf jeden Fall nochmal etwas hintermachen,
was ja das Durchfallen verhindern kann. Es gibt für Treppen beispielsweise, wenn ihr sehr steile Treppen habt, gibt es ja diese Kindergitter, die man ja für Kleinkinder dann da auch anbringt. Genau das Gleiche kann man auch für den Welpen machen und macht auf jeden Fall Sinn. Wenn ihr Kinder habt und euch jetzt einen Welpen ins Haus holt, dann schaut auf jeden Fall entweder, dass der Welpe gar keinen Zutritt zum Kinderzimmer hat oder aber, dass alle Kleinteile, beispielsweise Lego und Playmobil, ich weiß nicht, das waren so die Sachen, die ich hatte, wo ich mich jetzt erinnern kann, die wirklich kleine Teile hatten, die ein Hund verschlucken kann, wo es dann wirklich auch gefährlich werden kann, dass die weggeräumt werden oder wie gesagt einfach das Zimmer komplett tabu für den Hund ist, um zum einen, die Kinder sind natürlich dann auch nicht so happy, wenn irgendwie etwas fehlt. Und dass man einfach die Gefahr des Verschluckens hier komplett verhindern kann. Punkt Nummer 7 ist es, dass man schaut, ob man irgendwo in der Wohnung offene Regale hat. Wir beispielsweise haben hier ein offenes Schuhregal. Dieses offene Schuhregal, das wäre auch eine Einladung fast schon für den Welpen, sich da doch mal so ein paar Schuhe rauszuholen und ein bisschen damit zu spielen. Hier würde ich auf jeden Fall die unteren Regalfächer freiräumen oder leerräumen und auch erstmal leer lassen, dass hier auch gar nicht der Welpe irgendwie auf die Idee kommt, sich da ein paar Schuhe rauszuholen. Punkt Nummer 8 ist es, dass man bodenlange Gardinen, Tischdecken, die runterhängen und vielleicht noch so Bömmelchen haben, entfernt, beziehungsweise die Gardinen, wie ich das hier gemacht habe, vielleicht einfach so hochbindet, dass sie auch aus Welpenreichweite erstmal weg sind. Die Gardinen komplett abzuhängen ist vielleicht ein bisschen extrem. Aber wichtig ist halt bei der Sache, dass sie einfach nicht mehr greifbar für den Welpen sind. Genau das gleiche gilt für Tischdecken, lange Tischdecken, die runterhängen. Ich meine, die laden ja irgendwie dazu ein, wenn da so ein Bömmelchen dran hängt. Oder wenn sie einfach nur hängen, dass man da vielleicht mal dran zieht. Und dann steht was auf dem Tisch und dann liegt alles ganz schnell auf dem Boden. Ne, Mix? Punkt Nummer 9 ist der vorletzte Punkt, ebenfalls super wichtig, und zwar ist der, dass der Welpe einen Rückzugsort hat. Milky hatte als Welpe so eine große Softbox, wo sie sich zurückziehen konnte, wo ich sie, wenn ich sie dann mal alleine gelassen habe, was eigentlich nicht vorgekommen ist, aber auch wenn man nur mal 5 Minuten kurz vielleicht runtergeht zum Briefkasten und was holt, habe ich sie immer in diese Box gesetzt. Einfach weil ich wusste, in dieser Box ist sie sicher. Und auch wenn ich die Wohnung welpensicher gemacht habe, ist vielleicht irgendetwas, was man übersehen hat, und da hilft einem diese Box wirklich sehr weiter. Davon abgesehen, dass man mit dieser Box perfekt die Stubenreinheit trainieren kann, aber dazu kann ich auch gerne nochmal in einem separaten Video genauer drauf eingehen. Zudem ist ein Rückzugsort sehr wichtig für den Welpen, da ein Welpe ja sehr viel schlafen muss. Und ein Welpe, der sich zurückziehen kann und wirklich zur Ruhe kommen kann und viel und ausreichend Schlaf benötigt, ist in den meisten Fällen auch einfach ein ausgeglichenerer, ruhigerer Welpe. Ich glaube, Milka, denkt man jetzt gerade hier, war die Kandidatin, die einfach 23 Stunden geschlafen hat. Aber Milky hat auch schon immer sehr viel geschlafen. Auch als Welpe. Woher hast du das nur? Wahrscheinlich von mir. Mäuschen? Kommen wir jetzt zum letzten Punkt. Punkt Nummer 10. Der da wäre ganz grundsätzlich, räume einfach alles weg, was dir lieb und wertvoll ist. Denn der Welpe kann es kaputt machen und das muss ja einfach nicht sein, und deswegen einfach von vornherein, sei es deine Lieblingsschuhe, stell sie weg oder irgendwelche anderen Gegenstände, die kaputt gemacht werden können, ne Mäuschen, und da kann wirklich alles kaputt gemacht werden. Der Henry hat nämlich, hatte Nico mir noch erzählt, hat einen Toaster kaputt gemacht. Also so gesehen, so wirklich sicher ist nichts. Ne? Ja. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, okay, jetzt muss ich meine halbe Wohnung umräumen oder wie? Müsst ihr natürlich nicht, aber, jetzt kommt das riesengroße Aber, wenn ihr das so macht und die Wohnung wirklich komplett welpensicher macht, dann würde ich euch versprechen, oder dann kann ich euch auf jeden Fall versprechen, dass ihr eine viel ruhigere Welpenzeit und entspanntere Welpenzeit habt, als wenn ihr einfach alle möglichen Gegenstände rumliegen habt. Und, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, wenn man die Wohnung welpensicher gemacht hat, kommt der Welpe gar nicht erst in Versuchung, irgendetwas zu machen, was er nicht darf, und er hört nicht andauernd Pfui, Nein, und ja, ihm wird ständig etwas verboten. Das ist so der nächste Punkt. Und als nächstes, er lernt schon direkt von Anfang an, nur mit den Dingen zu spielen, die auch wirklich für ihn sind. Also er kann sich jetzt nicht, weil ihr ja die Schuhe im besten Fall aus seiner Reichweite weggeräumt habt, lernt er erst gar nicht, oh okay, mit den Schuhen kann ich ja spielen.
Also das ist so ein riesengroßer Vorteil. Deswegen würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, da mal genau eure Wohnung unter die Lupe zu nehmen, bevor der Welpe einzieht und da nochmal die ja ein oder andere Umräumaktion zu starten. Denn zu guter Letzt wollt ihr natürlich, dass es eurem Welpen gut geht, dass eurem Welpen nichts passiert und dass ihr eine schöne, ruhige Welpenzeit habt. Ne, Milky? Hast du dem noch was hinzuzufügen? Ich glaube, Milky ist noch ganz wichtig, kurz zu sagen, dass es natürlich sehr wichtig ist, den Welpen regelmäßig mit Snacks zu belohnen, oder? Ja. Spaß beiseite. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr in nächster Zeit einen Welpen bekommt, dann wünsche ich euch natürlich eine ganz, ganz schöne, ruhige, tolle, aufregende, spannende Welpenzeit. Und ja, hoffe, das Video hat weitergeholfen. Wir sehen uns im nächsten Video auch schon wieder. Macht euch noch einen schönen Milka-Mittwoch. Milky, du bist heute richtig aufmerksam. Ich bin stolz auf dich. Toll! Ciao, ihr Lieben!